mal, die Sticker werden nicht dunkel. Aber das Kennzeichen wird immerhin dreckig. Das finde ich gut. Schön, schön. Schön, schön, schön. So, Ampel, du darfst grün werden. Ist das jetzt... Ach, guck mal, jetzt ging die Tür zu, ja? Okay. Arsch. Du blöder... Blöder, gemeiner Line-City-Fahrer. Alle Line-City-Fahrer sind gemein. Sobald die einen Benz sehen, täuschen die eine Türstörung vor. Vorne haben wir ein Urbino. Jetzt halte ich den Line-City mal auf. Der fällt gar nicht hier lang. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt den trollen. Oder? Na, 23 kommt leider nicht. Ach, schade. Manno. Ich wollte jetzt dem Line City auch mal eins ausfischen. Ja, setze ich in Bewegung, Bus. Das finde ich aber cool an dem Bus. Wenn der braucht ein bisschen, bis die Bremsen und so alles gelöst sind und der ganze Kram. Aber wenn du dann einmal Schub gibst, dann für sein Alter gibt er dann nicht schlecht Schub. Also dann kommt er doch ganz gut vom Fleck. Das gefällt mir an dem Fahrzeug. Finde ich schön. Schön, sehr schön. Tja, in 4 Tagen ist Weihnachten. Akt vom Zeitpunkt der Aufnahme her. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon in der 2. oder 3. Folge, dass dann Weihnachten dann schon gerade der erste Weihnachtstag ist. Jetzt habe ich gerade gegen den Popschutz geschlagen. Kaplanstraße, war das die Kaplanstraße? Kaplanstraße, Tatsache. Haben wir ja gar nicht mehr so viel vor uns hier. Kaplan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, doch noch ein paar. 10 Minütchen, Viertelstündchen fahren wir noch. Mal die E82. Ja, wir stehen beide an der roten Ampel, Kollege. Oh mein Gott, der hat kein funktionierendes Dashboard. Ah! Eine Low-Variante des Busses. Ach, guck mal, grün. Wenn ich hier wieder sinnlos rumstehe, wird wieder grün. Also wie gesagt, für sein Alter zieht der Bus nicht verkehrt. Klar, neuere Busse haben mehr Power. Aber für damals... Das ist doch gut. Muss ich doch nicht beschweren. Doch, kann man sich auch gucken. Oh, da ist noch ein GN2. Ich finde die Busvielfalt, die in Aachen... Aachen, warum sage ich denn jetzt Aachen? Alheim, Aachen, Aachen, Alheim. Die Vielfalt der Busse, die hier in Alheim fährt, finde ich sehr cool. Hier fahren GN2, hier fahren Solaris, hier fahren C2, hier fahren Facelift, hier fahren... altes Citaro. Ein paar MAN Stadtbusse vielleicht noch. Ja, und dann hast du echt eine geniale Busvielfalt. Also Hammer. Gefällt mir sehr gut, dass hier so viele Bustypen fahren. Schöner wäre es natürlich, wenn es eine reine Benzstadt wäre. Mit so ein paar anderen Fahrzeugen vielleicht noch so. So wie Aachen. Aachen finde ich genial, den Fuhrpark, sage ich ja immer wieder. Ich liebe den Aachener Fuhrpark. Ich glaube 19 oder 20 Line Cities. Ever. Der Rest Benz. Ja, ich rede von dir, Kollege. Du bist in Aachen nicht viel vertreten. Finde ich cool. Mir persönlich gefällt das. Dem Julian gefällt das. So, rot. Dann sehen wir mal wieder hier. Wir stehen mal wieder hier. Was ich aber eigentlich sagen wollte, in 4 Tagen vom Zeitpunkt der Aufnahme her ist Weihnachten. Jetzt gibt's ja verschiedene Arten der Geschenkekäufer. Ja, zum einen gibt's die, die sagen, ja, hier, ich hab schon lange im Voraus gekauft. Dann gibt es die, die kaufen am 24. morgens noch was, weil sie nichts haben.
Ja. Gibt da viele unterschiedliche Typen. Ich bin eher so der Mensch, ich guck, dass ich im Voraus schon was habe. Hab keinen Bock dann auf den Stress. Aber gibt ja auch Leute, die feiern dann zum Beispiel Chanukka, weil sie jüdisch sind. Das ist zum Beispiel auch, ne? Feiert ja nicht jeder Weihnachten. So. So ist das. Aber genauer über Weihnachten reden wir ja dann noch bei BMAC. Morgen. Oder haben wir schon bei BMAC geredet? Mal ein bisschen Gas geben hier. So. Schau mal links hin, sitzt gerade so ein bisschen konform der mit der E81 gefahren. Finde ich cool, ich mag die E81. Die fahre ich gerne auf Alm Laurenzbach. Die hat eine schöne Länge und die kann man immer mal kurz fahren und die fährt zum Airbus-Werk. Finde ich schön. Und der Josh hat dafür die Ansage gesprochen. So. Oh, guck mal, schön so eine kleine Seitenstraße hier. Warum mache ich eigentlich vorne auf? Brauche ich ja eh nicht. In Dortmund gäbe das nicht, übrigens. Da würde das heißen, vorne reinkommen, Ticket zeigen oder Ticket kaufen. Nur weil der Bus eine automatische Mitteltür hat, ja. Und die Hintertür. Ich wäre ja eigentlich sonst, vor der ersten Aufnahme hatte ich impliziert, um den Sound zu, also um nicht Sound, um wollte ich denn da? Ich glaube Sound zu testen. Das hatte mich nämlich dann noch so, doch genau, Sound zu testen. Das hatte mich nämlich noch so ein bisschen mitgenommen, weil das Blöde war, von außen, wenn du dann Gas gegeben hast, war alles okay. Nur wenn du den rollen lassen hast, dann war Fritte, der Sound. Deswegen ist mir das dann auch nicht aufgefallen. Deswegen ist mir das bei ETS auch nicht aufgefallen, weil die anderen vom Sound her perfekt waren und auf den LKW habe ich nicht geachtet. So, und ja. Da hatte ich einen platziert mit manueller Mitteltür, aber da war das mit der Freigabe hier so doof, mit der Türfreigabe für die dritte Tür. Hatte ich irgendwie keine Taste für belegt, deswegen habe ich mir gedacht, dann fährst du mit dem hier. Aber der ist ja auch gut. Ich finde den auch gut. Ich finde den schön. Liebesansagen hat er ja keine. Woher auch? Wobei, da hatte ich dann Repent noch platziert. Das fand ich total schick. Der hatte dann so eine Holzdecke im Innenraum. Ich meine, das gammelt wahrscheinlich schnell, gerade auch bei hoher Feuchtigkeit, aber ich finde es trotzdem irgendwie, es hat was. Es hat was Schickes. Gerade bei so einem alten Bus eine Holzdecke im Innenraum. Schick, schick. So. Also in der Aufnahme vorhin habe ich dann hier die Reling hier mitgenommen, umgeballert. Oh, guck mal, ein Fahrschein. Bitteschön. Sie kaufen einen Fahrschein. Ha, ich das noch erleben darf. Und Hardgas. Woo! Party. Und rote Ampel. Und Party vorbei. So, wir müssen links rum. Ich muss ein bisschen Platz lassen, falls hier ein Bus kommen will. Sehe ich gerade erst. Die weiße Linie ist schwer, sehr schwer zu erkennen, wenn das hier weiß ist auf dem Boden. You don't say. So. Das ist mir nicht drauf gefallen. Oh, ist grün. Typischer Julian hat mal wieder verpennt und beinahe wird's rot. Nee, da fahr ich jetzt. Rum und Vollgas. Na, guck mal, jetzt fahren wir noch ein bisschen über Land. Finde ich doch auch schön. Ein bisschen heizen, dass die rote Lampe am Tacho angeht. Woo!
Heizen! Oder 105G! Yeah! Yeah! Und bremsen, weil dann kommt eine Haltestelle. Yeah! So. Kommen die vorne rein? Ja! Yeah! Party! So, Tür zu und los hier das. Oh, guck mal, geil. Jetzt sind wir da, wo die E81 dann wieder. Jetzt kreuzen wir uns wieder. Wir kreuzen uns wieder. Das klingt ein bisschen falsch. Jetzt kreuzen wir wieder die E81. Auf dem kurzen Autobahnstückchen hier. Oder Bundesstraßenstückchen. Das Bundesstraßenstückchen. Oh, yeah. Ding. Pling. Halterwunsch, hallo, ich will raus, Mama. Jo. Hier rechts geht's dann zum E-Buswerk. Airbuswerk. Nicht E-Buswerk, hier ist noch der Rangierbahnhof. Oh. Und für die Rechtsabbieger rot. Rangierbahnhof mit Zügen. Die fahren Güter. Die fahren Güter als ich. Und hier rechts geht's dann zu Airbus. Normalerweise mit der E81, aber die fahren wir ja gerade nicht. Deswegen fahren wir weiter geradeaus. Wenn die Ampel hier nicht rot wird. Ich bremse mal lieber ab, bevor ich jetzt hier noch den Citroën über die Kreuzung kegel. Das möchte ich ja nicht machen. Nicht so wie der Mario, der Taxen da in Häuser kegelt. Ach, guck mal, da ist ein Citaro der ersten Generation. Auf der E81. Jo. Haben wir auch schon gleich. Gleich haben wir es geschafft. Gleich habt das geschafft. So. Hier. Wir können. Halten wir hier an. Lassen wir sie hinten einsteigen, die kommen eh nie nach vorne. So, einmal hier stempelt. Der hat auch den Stempelpunkt für den Entwerter schon nach vorne gesetzt. Nach hinten gesetzt, weil der. Jeweils bei dem Bus steigen sie eh alle hinten ein. So. Gleich haben wir das. Ich glaube noch zwei Haltestellen, dann ist ja die Endhaltestelle schon. Hier haben wir Airbus. Yay, Flugzeuge. Fly by wire, die by fire. So. Ja, den habe ich jetzt rasiert. Arsch. Macht man doch nicht. Oder? Habe ich den jetzt rasiert? Nein, ich habe den nicht rasiert. Wow. Ey, das sieht ja mal saugeil aus. A380. Aber bestimmt nicht in voller Größe. Weil da ist er länger. Aber saugeil. Wie cool. Das sehe ich ja zum ersten Mal hier. Wie geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Finde ich ja saugenial. Geht's dann aufs Airbus-Gelände drauf. Sau cool. Also das wertet die Karte nochmal ordentlich auf. Wie geil. Ich hab den noch nie da stehen sehen, den großen 380er. Ja, aber wir haben grün. Hä? Wie habe ich jetzt denn da einen Unfall? Ich hab doch hier nur gestanden. Der ist nicht von mir, der Unfall. Den habe ich nicht gebaut. Ja. Na, hier vorne will ich keiner rein. Hier ist zu warm. Ach ja, ich wollte ja die Dachluken aufmachen.
Nee, das ist ja Luft abführen hier. Wir wollen ja Luft zuführen. So. Es gibt bestimmt irgendeinen, der sagt, höhö, er hat abführen gesagt. Jetzt schnallt's hier rein. Passiert. So, hier müssen wir rechts. Den Blick auch ausmachen hier. Jedes Jahr nur rechts. Ach, guck mal, schön. Ich finde die Karte schön. Ha! Macht Spaß. Schön auch mit dem Schnee hier. Und da ist die Endhaltestelle. Wir haben es geschafft. Zum zweiten Mal, wir haben es geschafft. So, dann fahre ich jetzt noch eben hier schön ran. So. Neutral, Motor aus. Und freigegeben. Na, ganz so schön stehen wir jetzt doch nicht dran. Aber naja. So. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch und euren Familien frohe Weihnachten. Schönes Weihnachtsfest auch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligen Abend. Und ich würde sagen, ich verabscheue mich. Und sag auf Wiese gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.